Guten Morgen heute am Dienstag, den 4.8.2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir werden zusammen mit der LS Exchange auf das Marktgeschehen blicken, auf das, was uns heute erwartet und natürlich auch auf den DAX, der gestern einen tollen Trend hinlegte. Also in der Spitze hatten wir die 12.700 Punkte erreicht, wie man hier sieht. Und was der Antreiber dafür war, was es vielleicht für Daten gab im Hintergrund, das wird uns der Kai gerne hier berichten. Guten Morgen an dich nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ja, ich habe es schon angedeutet, der DAX gestern mit einer starken Aufwärtsbewegung, getrieben auch von Wirtschaftsdaten. Was war denn da konkret vorgefallen? Ja, genau, da hast du recht. Wir haben einen sehr festen Start in den August gehabt. Vor allem Konjunkturdaten haben dazu geführt, dass wir so fest gewesen sind. Es kamen positive Nachrichten aus Asien, es kam aus Europa, der Einkaufsmanager-Index. Das hat halt dafür gesorgt, dass wieder Hoffnung aufkeimt. Also die Wirtschaftsdaten, die waren sehr, ja, ich würde mal sagen, die waren schon positiv. Und das hat halt dazu geführt, dass wir im DAX richtig fest gewesen sind gestern. Die Top-Werte aus dem DAX waren vor allem Autowerte, VW und Daimler hier zu nennen, aber auch Bayer, Siemens und Münchner Rück waren sehr, sehr fest. Am Nachmittag dann, als die Amis geöffnet haben, als die US-Märkte eröffnet haben, kamen weitere Impulse. Also es gab keinen Abverkauf durch die Eröffnung von den US-Börsen. Auch hier gibt es Hoffnungen darauf, dass die US-Regierung in dieser Woche die Ausweitung oder das nächste Stimulusprogramm beschließen wird. Da geht es vor allem um die Arbeitslosenhilfe. Im Moment ist es ja so, dass jeder Arbeitslose in Amerika $600 pro Woche als Unterstützung bekommt. Es geht halt dann darum, vor allem darum, dass das ausgeweitet wird oder verlängert wird. Ja, und das hat halt dazu geführt, dass wir gestern einen sehr, sehr erfreulichen Handelsstart in den August hatten. Was noch positiv oder was man noch anmerken kann, natürlich auch war wieder Big Tech sehr, sehr gefragt in Amerika, vor allem hier zu nennen Apple und Microsoft. Ja, und im Hintergrund hatten wir bereits ganz kurz gesehen, wie der Nasdaq weiter seine Bahn zieht. Also gestern ein neues Allzeithoch im Nasdaq Composite, was natürlich auch getragen wurde von den Technologiewerten wie zum Beispiel Apple, Tesla, die gestern auch wieder stark im Plus waren und auch Microsoft. Du hast es schon angedeutet und Microsoft geht als Gewinner aus der Krise hervor, oder? Ja, als Gewinner aus der Krise auf jeden Fall, aber auch als Gewinner aus dem gestrigen Handelstag. Was gab es da für Nachrichten? Es gibt dieses Social Media Network TikTok aus China und Donald Trump hatte ja angekündigt, dass er das verbieten will in Amerika, weil er befürchtet, dass dort Daten geklaut werden der US-Bürger und die chinesische Regierung damit Schabernack anstellen will. Jetzt hat Microsoft Interesse gezeigt an TikTok, an dem US-Geschäft von TikTok. Und na gut, Donald Trump hat gesagt, okay, ByteDance und Microsoft, ihr habt 45 Tage Zeit, um einen Deal auszuhandeln, der halt dahin gehen soll, dass ByteDance das US-Geschäft an TikTok oder das TikTok-US-Geschäft an Microsoft verkauft. Microsoft-Aktie gestern 6% fester, also hat sehr positiv darauf reagiert. Jetzt kam heute Morgen bei Reuters, habe ich gelesen, dass die China Daily Nachrichtenagentur oder Zeitung gemeldet hat, dass China, weil die chinesische Regierung diesem Diebstahl, so wie sie es nennen, nicht einfach so stattgeben wird und reagieren wird. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, auch was dieses Thema angeht. Und ich denke, wir werden nicht das letzte Mal über Microsoft, TikTok, ByteDance gesprochen haben. Ja, was ein bisschen brisant ist, das ist ja, dass der Präsident Trump hier richtig Druck aufbaut und gedroht hat, wenn nicht binnen 45 Tagen, und das wäre ja dann Mitte September, ein Verkauf stattgefunden hat, dass er dann quasi die Plattform sperrt und nicht nur für USA, sondern auch für Australien, Neuseeland, Kanada. Und der Preis soll wohl um die 50 Milliarden US-Dollar anvisiert werden. Also so viel ist dann das Geschäft dort wert von TikTok. Das ist doch Erpressung, oder? Ja, das ist schon, also Erpressung ja auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite ist jetzt die chinesische Regierung oder sind die, ja, ist China nicht unbedingt dafür bekannt, besonders weltoffen den westlichen Unternehmen zu sein. Weiß man nicht, ob das einfach nur ein Schachzug ist, um wieder Druck auszuüben auf diesen Handelsstreit mit den Chinesen. Ja, es bleibt abzuwarten. Also ich finde es persönlich schon komisch, dass Donald Trump sich da einmischt und sozusagen das Faustpfand des Verbots nutzt, um eventuell Microsoft da zu helfen oder sonst irgendwas. Also ein bisschen Beigeschmack hat dieses Thema schon und auch die Einmischung der Politik in diesem Fall, ja.
Das stimmt. Und vielleicht hat Donald Trump auch diesen Trend verpasst, weil er ist gar nicht auf TikTok. Ich habe mich da auch mal eingelinkt. Also wer mich da suchen möchte, findet mich. Bist du auch auf TikTok? Nee, ich bin noch nicht da. Ich bin bei Twitter, bei Insta, Facebook, TikTok habe ich mich noch gegen gewehrt. Mal gucken, du hast ja gesagt im Vorgespräch durch die Tochter, meine Jungs sind noch zu klein für soziale Netzwerke. Wahrscheinlich wird es irgendwann dazu kommen, dass ich mich auch da anmelden werde, ja. Ja, das wäre doch mal was, dann können wir uns austauschen und die neuesten Dinge hier hin und her schicken. Aber wir wollen uns nicht zu sehr nur auf TikTok versteifen, sondern auch auf einen Haufen an Daten. Dazu das folgende Bild quasi. Denn heute kommen Zahlen unter anderem oder kamen Zahlen von TeamViewer, Bayer, Infineon und was hast du uns doch alles mitgebracht? Ja, genau, wir sind mitten in der Zahlensaison. Das ist natürlich nicht nur Zahlensaison in Amerika, sondern auch Zahlensaison bei uns hier in Deutschland und in Europa. Aus dem deutschen Markt kamen gestern Abend schon Metro-Zahlen. Die sind deutlich weniger schlecht als erwartet ausgefallen. Die Aktie ist ungefähr 8% fester im Vergleich zum Xetra-Schluss gestern. Bayer, da gilt oder könnte dasselbe gelten, weniger schlecht als erwartet. Die notiert gerade so bei 1% fester ungefähr bei uns im vorbörslichen Handel. Da sind die Kunden aber noch sehr uneins über die Auswirkungen der Zahlen. Infineon und TeamViewer dagegen, da gibt es schon einen klareren Trend. Die werden beide ungefähr 3% fester notiert im Moment bei uns. Also da gibt es ja eine positive Reaktion auf die Zahlen. Und genauso mitten in der Zahlensaison, das heißt, es gibt unzählige, oder das heißt unzählige, aber es gibt sehr, sehr viele Unternehmensnachrichten und die sorgen wahrscheinlich für Bewegung in den einzelnen Werten und auch für Bewegung am Gesamtmarkt, der allerdings heute Morgen noch nicht besonders volatil zu sein scheint. Also rechnen gerade bei 12.715, das sind ungefähr 45 Punkte höher als gestern. Aber es ist kein Riesengap, aber trotzdem, es bleibt spannend und naja, wir haben auf jeden Fall einige Werte, die für Volatilität sorgen können. Das klingt spannend und deswegen möchte ich mich für die ganzen Infos bei dir bedanken und dir einen erfolgreichen Handelstag wünschen. Danke dir ebenfalls. Tschüss, Andreas. Ja, und das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Und wer das Ganze nicht als Video hier konsumieren möchte, beziehungsweise auch die Wochenendsendung hier noch einmal Revue passieren lassen möchte, dem sei der Podcast von LS Exchange empfohlen. Nicht nur auf Spotify und Deezer, sondern seit heute Nacht auch auf Apple Podcast erhältlich. Das Ganze kostenfrei natürlich. Also hören Sie gerne rein und schauen Sie morgen früh wieder rein. Bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSX.